Guten Tag, liebe Gäste von IBA Lokal Nummer 4. Ein Spaziergang von der IBA durch die Stadtteile Wieblingen und Pfaffengrund. Wir haben uns auf den Weg gemacht, auch heute wieder die Orte des Wissens aufzusuchen. Insbesondere ein herzliches Willkommen an unsere Gäste. Wir gehen also vorbei und durch Orte des Wissens. Danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und ich freue mich, mit Ihnen viel über Wieblingen und Pfaffengrund zu lernen. Also unsere alten Räume sind erstmal wunderschön. Sie haben Parkettboden und es sind große Räume. Das Schöne, was ich so empfunden habe, war, dass das ist im Grunde genommen ja so eine kleine Schulstadt. Also es ist ein dezentrales Konzept, es ist nach außen offen, es sind mehrere Häuser. Aber grundsätzlich können wir gerade in den alten Räumen auch schön moderne Pädagogik anpassen. Wir gehen jetzt gleich weiter in die nächste Schule. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier an der Elisabeth-von-Totten-Schule. Das Gelände, das sind ungefähr 5 Hektar mit ca. 300 Bäumen, schon ein riesiges Gelände. Und es verläuft sich doch der ein oder andere Wieblinger auch hier rein. Ich erlebe Schulen in dem Moment, wo man keine schulpflichtigen Kinder hat, eigentlich als blinde Flecken in der Stadt. Die IBA bringt mir persönlich zum Beispiel auch, dass ich diese Schule und diese Freiräume, die die teilweise haben, einfach mal kennenlernen. Rudolf Schwarz, der Chef der Kölner Wiederaufbau GmbH, sagt, die Kirchen sind nicht mehr die Mittelpunkte unserer Gesellschaft. Die neuen Mittelpunkte unserer Gesellschaft müssen die Schulen sein. Vielen Dank und wir gehen jetzt zum Bus. Wir sind ja noch in dem alten Dorfkern und fahren dann über Stadterweiterungsgebiete, weitere Industriegebiete in den Pfaffengrund. Hier die Firma Lamy, die ja auch architektonisch sehr ambitioniert ist. Hier beginnt jetzt eine städtebaulich interessante Mischung aus neuem Wohnungsbau, Industrie und Nachversorgung. Und dann kommt das verbindende Element der beiden Stadtteile, wie ich so sehe, nämlich die Bahnstation Wieblingen-Pfaffengrund. Wir steigen jetzt aus und danken der RNV nochmal für dieses Sponsoring. Der Stadtteil wurde damals gebaut für kinderreiche Familien, wurde mit großen Gärten angelegt zur Selbstversorgung. Genau das entspricht auch der Stadtteil. Also heute sind es meistens Wiesenstücke, die man nutzt als Freizeit. Ja, und macht natürlich auch unseren Pfaffengrund aus, dass wir die Grün haben hier. Es war aber auch Ziel in der Architektur der 20er Jahre, also neben dieser Monostruktur, die man hier sieht, natürlich auch Zentren zu schaffen, wo man sich bildet oder eben auch einkaufen geht, oder auch andere kulturelle Einrichtungen, die da gebaut worden sind. Ja, herzlich willkommen an der Albert-Schweitzer-Schule. Mein Name ist Anja Schmidt. Die Albert-Schweitzer-Schule wird ab dem nächsten Jahr erstmalig von einer Werkrealschule zu einer reinen Grundschule werden. Also da sind wir gerade mit der Stadt sehr gut im Gespräch. Das läuft prima. Genau, da geht auch Volksbad dran. Das ist interessant auch. Das wusste ich auch noch nicht, dass früher Schulhäuser auch immer Badehäuser hier zu sein scheinen. Mein Name ist Christoph Hinze. Ich freue mich sehr, dass Sie unsere Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau besuchen. Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, die mit Abstand wichtigste Gartenbauregion in ganz Deutschland war. Wir haben praktisch halb Europa damals mit jungen Apfel- und Zwetschgen und so weiter Bäumen versorgt. Wir haben am Telefon darüber gesprochen, die Partizipation ein wichtiges Thema wird, Urban Gardening als Stichwort. Wir möchten solche Initiativen sehr unterstützen. Sie kennen inzwischen, denke ich, diesen Präriesommer, den man viel auch auf den Verkehrsinseln in den Städten findet. Das sind Ergebnisse, die wir raustransportieren. Für mich, als ich hier zum ersten Mal war und das mich eingelesen habe, ein Universum, weil wir auch den öffentlichen Raum eben als einen wichtigen Bestandteil der Wissensgesellschaft sehen. Ich finde das ein unheimlich großes Potenzial, gerade auch mit dieser Mischung. Auf der einen Seite sage ich immer, natürlich hat Heidelberg relativ wenig Parks, aber ist umgeben von Grün, von Wald. So wirklich Grün in der Fläche, die auch innerhalb der Stadt genutzt werden kann, das sehe ich schon als relativ großes Potenzial. Genau, das ist im Grunde jetzt der westliche Zipfel des Bahnstadtgeländes. Herr Zillig hat es schon gesagt, also wir laufen auf ein Areal, was bisher wirklich im Niemandsland war. Das hat sich jetzt massiv geändert. In einem Handwerksbetrieb oder in einem Ausbildungsbetrieb, in dem verschiedene Gewerke, der Garten- und Landschaftsbau, Zimmerei, Schreinerei, Metallbau, Holz- und Steinbildhauerei zu Hause sind. Mich würde mal interessieren, welche Ziele oder welche operativen Eingriffe plant denn die IBA an einem solchen Ort? Ne?
Ja, das sieht ja auf der einen Seite so ein bisschen runtergekommen und vergammelt aus, aber auf der anderen Seite ist das ja auch gerade der Charme. Ja? Deshalb meine Frage, also welchen Weg geht denn die IBA hier? Wir sind ja eine IBA mit kleinem Budget, das heißt, eigentlich können wir nur Qualifizierungsagentur und Begleiter sein von Projekten, die vielleicht auch ohne die IBA gekommen wären, aber jetzt hoffentlich durch die IBA eben nochmal diese Gruppe und diese Dynamik bilden, um dann der Stadt Heidelberg auch mal eine neue Identität in Bezug auf das Wissen und die Bildung im 21. Jahrhundert zu geben. So, und jetzt können wir einfach mal kurz die Klappe halten und wir haben jetzt eine kurze Uraufführung an diesem Ort vor uns. Der Raum mit Bildung zu tun. Da passt Professor Winterberg super dazu, der Rektor der SAH Hochschule. Hallo. Ja, wir sind hier auf dem Campus der Stiftung Rehabilitation Heidelberg. Aber der Konzern wandelt sich eigentlich immer mehr von einem ursprünglichen Reha-Konzern zu einem Bildungs- und Gesundheitskonzern. Core-Prinzip ist unser Studienmodell. Wir sind vielleicht die einzige Hochschule in Deutschland, die ein eigenes didaktisch durchdachtes Studienmodell hat, das Core-Prinzip. CORE steht für Competence Oriented Research and Education. Ja, also Fluss ist natürlich Natur, aber ich finde, er ist auch, ist nämlich eine Trennung. Ja? Was beim Thema Bildungseinrichtungen oder Bildung oder Wissen immer wichtig ist, wie man vernetzt ist. Geistig vernetzt, physisch vernetzt. Und das bedeutet, es gibt keine Verbindung, es gibt keine Vernetzung zur anderen Seite. Also wir wollen jetzt nicht die Diskussion über die Fünfte-Neckar-Querung führen. Und vielleicht ganz kurz, das ist hier ein Naturschutzgebiet von internationalem Rang. Sie müssen bis an die Loire gehen, um ein Naturgebiet zu finden, wie dieser hier ist. Wenn Sie rübergehen, sehen Sie Störche, sehen Sie Reiher. Hier wohnt ein Biber. Eigentlich ein Kleinod hier in Heidelberg, auf das wir sehr stolz sind. Und jetzt noch die Stellungnahme des Stadtteilsvereins zu dieser Thematik. Wieblingen ist von Norden und Westen schon von Autobahnen eingekreist. Wenn jetzt auch noch die einzig offen gebliebene Südseite durch einen Wall abgeschnitten wäre, dann wäre Wieblingen, wie ich immer gern sage, endgültig der Hals zugedreht. Wir gehen jetzt wieder zurück in den Campus hinein. Da gibt es drei große Berufsschulen. Das eine ist eine hauswirtschaftliche und zwei gewerbliche Schulen. Allein 3.500 Schüler. Aber wir haben keine Räumlichkeiten. Die Marie-Baum-Schule platzt aus allen Nähten. Wir, die Nachbarschule, das ist das Problem. Jetzt sind Sie Gast im Cube. Kommen Sie rein. Wir wollen nicht nur über die Orte sprechen, sondern auch über die Menschen, die jetzt schon da sind.